Professor Castiglione, in der klinischen Forschung gibt es bekanntlich Studien, die werden von der Industrie unterstützt und die sind auch gut. Es gibt aber andere Studien, die auch gemacht werden sollten und wo im Prinzip andere Institutionen eigentlich dazu aufgerufen wären, solche Studien auch finanziell zu unterstützen. Können Sie sich dazu äußern? Ja, ich denke, dass heutzutage die Entwicklung von neuen Medikamenten ist praktisch vollkommen in den Händen der Pharmaindustrie, das was an sich nicht schlecht ist. Das Einzige, was mir fehlt, ist das, was nach der Entwicklung und nach der Registrierung der neuen Medikamenten passiert. Ich denke, früher, wenn ich von früher sprechen darf, hatte man die Möglichkeit, das Feintuning des Gebrauches des Medikamenten, man konnte die Schemata versuchen anzupassen, sogar die Dosierung konnte man versuchen ein bisschen anzupassen. Heute sind alle diese Möglichkeiten nicht mehr vorhanden, sodass ich denke, wir verlieren an Informationen über den richtigen Gebrauch der neuen Medikamente, weil wir könnten neue Medikamente besser brauchen lernen, wenn wir die Möglichkeit hätten, solche Feintuning-Studien noch durchzuführen. Klarerweise, solche Studien und jede Studie heute auch mit der ganzen bürokratischen Aufwand, den man hat, sind kaum möglich, weil wir kaum die Möglichkeit haben, solche Studien zu finanzieren. Es gibt, wenn ich Sie richtig verstehe, in diesem Feld zwei Akteure. Auf der einen Seite sind es die Kliniker, die handeln möchten, wenn ich Sie richtig verstehe, aber auf der anderen Seite gibt es einen zweiten Akteur und das ist derjenige, der das Geld dazu zur Verfügung stellen sollte. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Ja, ich denke, es gäbe natürlich, man kann sich verschiedene Möglichkeiten überlegen. Ich denke, klinische Studien des Feintunings, die könnten von verschiedenen Akteuren im Grunde genommen unterstützt werden. Was wären welche beispielsweise? Zum Beispiel die Krankenkassen, warum nicht? Warum nicht die Krankenkassen? Es geht nämlich um eine Behandlung von Patientinnen und Patienten und ich denke, das wäre eine Möglichkeit. Unser Staat könnte sich auch daran beteiligen. Ich denke, Nationalfonds, Bundesamt für Gesundheit, solche öffentliche Institutionen, Kantonen, Universitäten, aber bekanntlich haben alle im Moment zu wenig Geld, sodass diese Unterstützung ist wirklich im Moment kaum zu erwarten. Würden Sie Wege sehen, wie man diese Akteure besser dazu auffordern könnte, eben solche Studien zu finanzieren? Ich denke, wenn es uns gelingen würde, Ihnen zu erklären, dass im Grunde genommen eine klinische Studie bei einem Patienten, bei einer Patientin ist gleichzeitig die Behandlung von dieser Patientin, würde man wahrscheinlich anders miteinander diskutieren können. Was würden Sie von einer nationalen Konferenz halten, wo man eben zusammensitzen würde, um solche Fragen zu diskutieren? Sehen Sie da eine Möglichkeit, diese Akteure eben besser zu motivieren? Ich sehe da eine Möglichkeit, aber nur unter der Bedingung, dass alle Akteure bereit sind zu kommen und bereit sind, an der nationalen Konferenz Lösungen zu finden.